das sehen Sie an den Wohnkosten. Ich entwickle die Autos noch nicht. Nein, und also Bundesregierung auch nicht. Den Rahmen setzen. So, den Rahmen und jetzt setzen wir ein. Herr Hofreiter, schauen Sie mich mal kurz an. Wir haben gesagt, ganz tief in die Arbeit. Ich bin ja auch noch da. So, und jetzt stelle ich Ihnen die Frage wirklich konkret und nicht wieder wegrutschen. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach ein Benzinpreis, wo Sie sagen, das ist der richtige? Das wird in einer Marktwirtschaft nicht von der Politik festgelegt. Genau das tun Sie mir als Autofahrer doch an. Ich meine, ich bräuchte vor den Grünen nicht Angst zu haben. Dass die Tankstellen Marge, mich abzocken. Ja, das sind aber keine dann kommt, aber jetzt kommen Sie. Keine staatlichen da kommen Sie. Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer. Aber hallo, da sind Sie doch genauso wert. Der Staat macht doch diesen Preis künstlich immer höher. Es wäre doch nicht redlich zu sagen, dass wir jetzt die Steuern senken auf die Mineralölprodukte. Da haben Sie recht. Wir haben auch noch eine Schuldenbremse einzuhalten. Aber, das Moment, haben wir eingeführt, ohne Schuldenbremse. Was ist denn das Friedmann, für ein Argument? Einen Gedanken. In den letzten Monaten hat ein Gutachten, das die Grünen in Auftrag gegeben haben, herausgebracht, dass die großen fünf Mineralölkonzerne die Margen so explodieren haben lassen. Ich werfe mich weg. Die Autofahrer, die mich auch, warum sind. Ich am Ende der Blöde bin. Genau. Nein, Sie sind am Ende gar nicht der Blöde, weil Sie verdienen genug Geld, um sich das leisten zu können. Sondern die sozial Schwächeren sind am Ende die Blöden. Und deshalb wollen wir eine Mobilitätspolitik, die eben genau weg vom Öl geht. Wenn wir weg vom Öl sind, dann haben wir das Problem. Da bin ich einig mit dem Kollegen Hofreiter. Wir haben gemeinsam auch das Ziel, mehr alternative Antriebe zu bekommen. Oh, darüber reden wir gleich. Mehr Elektromobilität. Und da sind wir im Moment mit hoher Geschwindigkeit von uns. Beim Atomausstieg haben Sie von uns gelernt. Jetzt bei der Mobilitätspolitik lernen. Ich finde das super. Bald gibt es diesen BMW nicht mehr, wenn Sie so weitermachen. Nein, natürlich nicht. Aber wir wollen ja nicht festlegen, wie das Auto ausschauen will. Ich will drinnen, ich will nicht von hier drinnen. Dicke Motoren, gucken Sie mal. Dicke V12-Motoren, wird alles verkauft, die verrückt. Wollen Sie das verbieten? Wir haben 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, und das ist der CO2-Grenzwert. Das ist der Verbrauch. Und wie der dann ausgestaltet ist, das sollen die Ingenieure machen. Das sollen die Ingenieure entscheiden. Aber wenn sie es nicht hinkriegen, wird es dann solche Autos nicht mehr geben. Natürlich kriegen die das hin, Herr Friedmann. Natürlich kriegen die das hin. Man muss nur strenge Regulierungen machen. Aber davor haben sie Angst. Effizienzgewinne beim Verbrennungsmotor in den letzten Jahren nicht erreicht haben. Es ist ein Märchen, was immer wieder gesagt wird, dass die deutsche Automobilindustrie nicht fähig ist, moderne Motoren zu entwickeln. Ja, verdammt nochmal, da hängen Arbeitsplätze dran. Gehen wir doch einmal zu diesem Automobilland Deutschland. Natürlich, und wir haben beste Ingenieure, die auch mit deutschem Fördergeld von der Bundesregierung alternative Antriebstechnik und andere Konzepte entwickeln. Dass die Claudia Roth an der Stelle überhaupt keine Ahnung hat, sieht man die Absatzmärkte in Japan, USA und vieles mehr, wo viele große Autos, Großraumlimousinen gekauft werden. Wir haben gesagt, es ist christlich-liberale Koalition, es gibt eine Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen, die hat sich bewährt und die Gewinne, die man durch den Ausstoß dazu hat. Das heißt, alle anderen Länder sind blöd. Frankreich, Italien, alles Autoländer, die Schweiz, die Skandinavien, alle sind late.